So, wir machen mal was Sinnvolles. Hier haben wir einen gebüchsten, warte, ist der das, der gebüchste? ja, hier haben wir einen gebüchsten EO22. Den honen wir jetzt auf Maß. Ihr seht hier, der ist noch ein Zehntel unter Maß. 0 ist 97, da wollen wir hin. Jetzt ist auch die Torqueplate drauf. Viele fragen mich, warum ich das beim Bohren nicht die Torqueplate schon drauf habe. Das liegt daran, weil da eben noch nicht die Präzision gewünscht ist. Jetzt beim finalen Hohn wollen wir das Endmaß treffen und dann ist es wichtig für uns. So, ich packe euch mal hier. So, ihr habt gesehen, wir haben den jetzt auf Maß gehonnt. Im letzten Schritt machen wir jetzt hier, arbeiten wir mit solchen Bürsten. Die Bürsten sorgen dafür, dass die, genau genommen, die Oberflächenrauheit reduziert wird. Ich habe es schon 100 Mal erzählt, da sind so Zacken drauf und wir glätten damit, das nennt sich auch Plateauhonen. Also das wird oben dann glatter. Man spürt das auch sehr. Im Unterschied, wenn ich den habe ich jetzt eben schon gehonnt, den noch nicht mit diesen Bürsten. Und damit reduzieren wir massiv die. Es war's, Alexi. Grundsätzlich so macht es nicht so schön. Der kleine Sukasi rasiert sich nicht und das ist nicht gut. Bist du unheimlich bei dir? Darum sieht er aus wie ein Grizzlybär. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir verringern mit diesen Plateauhohn massiv die Einlaufzeit. Die Oberfläche wird glatter. Und das war jetzt der letzte Zylinder. Ihr seht, das ist ein wunderschöner EO22 Close Deck mit Darten Sleeves. Dazu gibt es auch ein Video. Das verlinke ich euch. Warte, ich muss wieder nachdenken. Warte. Ja, da, ne? Das verlinke ich euch da oben. Da könnt ihr euch das reinziehen, wie wir da die Buchsen eingesetzt haben. Der Motor ist jetzt quasi fast fertig zur Endmontage. Der wird jetzt noch 5-mal gereinigt und die Hauptlagergasse, ne, die habe ich schon gemacht, glaube ich. Ja. Man hört das auch. Anfangs ist das lauter, jetzt wird das ruhiger vom Schleifgeräusch her, weil es eben glatter wird. So. Raum. So, hier sieht man jetzt wirklich sehr schön den eleganten Hohnschliff. Passt. Alles klar. So, Nico, machst du ab und machst du fertig für Montage. Sehr schön. Sehr gut. Hier haben wir gerade, so sieht zum Beispiel so ein Close Deck aus, wenn er noch keine Kühlkanäle hat. Komplett verschlossen. So, jetzt holen wir uns unseren Fräser raus. Zicke zacke, List Programs. Hier ist mein Heiligtum. Meine geschriebenen Programme für den EJ. So, dann nehmen wir Kühlkanäle EJ25 links nicht, sondern Kühlkanäle EJ25 rechts, Select Memory, können wir jetzt das nochmal reinziehen, was der vorhat. Alles klar, ein paar Löcher bohren. Okay. Und dann gucken wir uns an, er verwendet T3. T3 ist Tool 3, sprich hier, das ist Tool 3. Das passt. Das ist ein, weil man muss halt immer gucken, dass die Längen richtig eingelesen sind im System. T9 ist der Bohrer, das ist der Bohrer. T16 ist der kleine. Super. Dann können wir die Show schon starten. Einmal hier auf Cycle Start. Start. Fährt er den Pass da raus.
Loch. Schön. Das macht das Maschinchen jetzt sicher. Ich habe nur die Ölinghandschuhe an. So. Und jetzt muss ich erstmal, glaube ich. Hier, das sind übrigens die neuen unsere neuen Platten für die Thermospacer, für Subaru BAZ FA20 Toyota GT86. Hier nochmal eine neue Runde Optik 3000. Oh, hübsch bist du. Hübsch bist du. Feiner, hübscher Dackel. Schön in der Sonne baden, ne? Dackel müsste man sein. Wow. Träume. Ich muss jetzt erstmal gleich. Wie viel? Wann ist Essen fertig? 30 Uhr. In 9 Minuten gibt's Essen. Ich setze mich jetzt noch hier an den Computer und muss ein paar Angebote schreiben. Denn hier ist das Angebots-Dieter, weil hier ist dieses Angebotsprogramm drauf. So. Langweilig. Bis später. Gut. Getrieberad. Vierter Gang fehlt noch. Hier Volvo, Traum Volvo. Björn ist ab sofort nur noch Volvo-Spezialist, oder? Wir haben für einen Freund von meinem Vater hier die Kopfdichtung erneuert. Und der Krümmer fehlt noch. Der Krümmer hat elendige Risse. Richtiger Krüppel an Krümmer. Da sieht man Riss. Hier sind überall Risse drin. Und da gibt es so einen Umbau-Rüstset irgendwie von Gusskrümmer auf Stahlkrümmer. Ich bin aber jetzt auch nicht so drin und das ist auch sehr blöd. Ne? Dafür müssen wir hier die Abpipe oder was das hier ist eben umbauen. Hier das Hosenrohr muss umgebaut werden für den anderen Krümmer, damit das passt. Ja, gut. Ich würde sagen, widmen wir uns schönen Dingen im Leben. Blockbohren. Zylinder Nummer 1. Wir haben festgestellt, die Hauptlagergasse ist krumm wie Hui. Das bedeutet, wir müssen jetzt gleich erstmal von dem Block hier was abplanen. Dass sie ein Zehntel kleiner kommt. Die ist komplett verkackt, die Hauptlagergasse. Das ist der eine Kopf, den wir eben schon geplant haben. Alex, der muss zum Saubermachen. Ich weiß. Warum ist Nico denn hier am Saubermachen? Weil die beiden letztes Jahr die Waffe. Hört das hier rein? Nee. Eine hier drunter. Da oben in die Ecke. So. Sehr gut. Weiter definitiv geht's. Heute noch nicht genug Espresso getrunken. Aus dem Grund gibt es jetzt erstmal eine Runde Espresso. So. Das ist definitiv. So geht das nicht weiter. Oh yeah, der läuft super und sieht auch super aus. Hier ist ein Abfluss, da seht ihr einen Schlauch, der geht nach hier hinten und hier hinten ist so ein 20 Liter Kanister, wo eben die olle Plörre reinläuft. Das ist dann der Spezialkaffee für die netten Kunden. Bitteschön, sag ob gut schmeckt. Diese gut. Komm, kleiner Champ. Dann gibt es aber auch doch manchmal schöne Seiten an meinem Job. Also grundsätzlich macht mir das ja auch alles Spaß. Aber dass ich einfach in der Pause mal mit den Dachshunden eine Runde spazieren gehen kann hier, das ist echt mir ziemlich viel wert. Also dafür nehme ich auch gern mal ein paar komische Gespräche in Kauf. Das ist ein Stückchen für dich. Pina liebt es total im Sand spazieren zu gehen, am Strand oder hier ist halt so eine sandige Düne, da geht die immer total ab, da dreht die voll auf.
Pina ist 5 oder 6 jetzt und hatte vor, glaube ich, 1,5 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Und da war die komplett lahm auf den Hinterläufen. Da wurde sie operiert und dann haben wir quasi das Laufen wieder neu beigebracht. Und mich freut es jedes Mal, wenn ich sie so rumlaufen sehe, echt, dass das so gut geklappt hat. Denn sie ist echt wieder ein fitter Dackel, was das angeht. Ja, zwar so mit ihrem Schwanz, vor allem beim Schwimmen, die schwimmt auch gerne, immer so ein bisschen Koordinationsprobleme. Ding, 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 ding. Aber im Großen und Ganzen macht sie das ganz gut. Und das war damals, ja, da kamen so Leute, da war das passiert, dass sie eben immer mehr Schmerzen hatte, hat man gemerkt. Und dass sie die Hinterläufe schlecht bewegen konnte und eben taub wurde da hinten. Und dann bin ich direkt zu einer Klinik. In Köln war das. Und ja, wollen Sie das denn machen? Das wird ein ziemlich kostenintensiver Eingriff und so. Ist egal, einfach machen. Ja, ich glaube, das hat irgendwie 2.500 Euro plus Reha. Dies, das. Pina geht auch immer noch einmal im Monat ins Wasserlaufband. Und man sieht, es hat wirklich was gebracht. Komm, Schatz. Na komm. Komm, Pina. Pina, komm. Komm. Ist aber immer noch ein sturer Dackel und hört eigentlich nur, wenn sie will. Ist halt chefmäßig. Tolles Wetter. Pina, komm her. Du musst auch einfach mal entspannen, Pinacho. Du kannst nicht immer so Vollgas hier laufen. Entspann dich eine Runde. Schreib mal in die Kommentare. Wir werden ja jetzt in Zukunft, wird sich das ja alles so ein bisschen eben verändern. Also was heißt verändern? Es wird halt irgendwie, wächst von alleine. Ich kann das kaum noch aufhalten. Und mit dem neuen Kameramann und die Projekte, die ich da noch vorhab, kann man das ja so ein bisschen steuern, aber in welche Richtung es gehen soll. Ich habe eigentlich nicht so richtig Bock, hier so einen klassischen Auto-YouTube-Scheiß zu machen. Davon gibt es einfach schon zu viele und ich bin halt viel mehr so technikaffin und sowas wie Firmen besuchen und Maschinen anzugucken. Das ist voll mein Ding oder so, egal, auch komplett. Das muss nicht mal Automobil sein, sondern einfach Industrie, Fertigung. Das ist sowas von interessant, finde ich. Und da fallen mir echt schon. Wir haben jetzt schon ein paar neue Videos gedreht, die kennt ihr noch nicht. Und da waren wir eben diverse Firmen besuchen. Und ich finde das super. Sagt mal, was ihr findet oder was ihr euch noch wünschen wollt. Ich will wirklich nicht mich in so ein Auto setzen und dann gucken, wie das fährt und so. Das ist nicht mein Ding. Das können wir zwar hin und wieder mal machen, wenn wir so ein Projekt machen, aber das ist nicht, da sehe ich mich nicht drin, wisst ihr? Das muss irgendwie so auch, das muss mich auch extrem faszinieren. Und zum Beispiel war die Firma Hermle letzte Woche bei mir. Firma Hermle ist eine Bude, also eine riesengroße Firma, die bauen so mitunter, sagen wir mal, die besten CNC-Fräsmaschinen. Deutschland, und Deutschland ist einfach weltweit ziemlich weit oben mit Japan, was das angeht. Und da habe ich mir so ein Angebot für so eine 5-Achs-CNC unterbreiten lassen. Und das ist natürlich ein Hammerding. Das ist also das, was ich da jetzt stehen habe, das ist eine Lokomotive. Und das, was ich kaufen will, das ist ein High-End-Kampfhubschrauber. Und natürlich kann ich diesen Kampfhubschrauber nicht selber bedienen. Also ich kriege damit ein paar Sachen zwar hin, aber das, was das Ding machen kann, sprich sowas wie Billetblöcke fräsen, krass komplexe Bauteile in höchster Präzision, Billetköpfe, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und erzählt mal, was könntet ihr euch da vorstellen? Also genau genommen, ohne das jetzt so auszusprechen, weil ich tut mir da so ein bisschen schwer, wenn das noch nicht so alles in Gang ist, brauche ich einen Konstrukteur, der CAD kam und die Maschine bedienen kann. Also das Maschinenbedienen ist ist bei weitem nicht so komplex, wie man sich vorstellt, aber das CAD-CAM, also das Zeichnen, Konstruieren und dann die Fertigung zu
durchzuplanen an dem Computer, das ist kompliziert und so ein Billet-Block oder solche komplexen Bauteile, da steckt schon eine Menge Know-how und Wissen hinter. Und da, genau dafür suche ich einen, der ein bisschen automobilbegeistert ist, der nicht der Ultra-Nerd ist, der irgendwie ein bisschen Bock hat. Und jetzt fasse ich mich so lang, aber das ist, finde ich, ziemlich interessant. Und wenn ich da jemanden so habe, dann sage ich, okay, jetzt ordern wir die Maschine, dann kriegt er seinen Arbeitsplatz. Ich habe da auch schon eine Fläche und ein Büro quasi im Auge. Und dann geht es richtig zur Sache und dann können sich wirklich können wir uns warm anziehen, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall einer der nächsten Pläne. Pina, kannst du CAD zeichnen? Kannst du das? Ich glaube ja, ne? Aber du verrätst es keinem. Hab ich mir doch gedacht. Also, wer jemand kennt oder wer vielleicht selber sowas macht und eventuell Bock hat auf ein bisschen Berufswechsel, wir sind auf jeden Fall eine aufstrebende Firma, die das, wenn das gut funktioniert, die das safe managt. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil ich sehe das, wir waren ja bei dieser einen Firma Klosterk und Neuenbach, das ist eine CNC-Fertigungsbude, die machen halt nur Sachen auf Lohnfertigung. Das heißt, dass Firma X beauftragt da irgendwelche Fressteile, die fertigen das für Summe X Stückzahl und dann haben die damit schon wieder nichts am Hut. Da sehe ich eigentlich die Schwäche in so einem Unternehmen und vor allem, was auf Dauer dann Probleme macht, wenn es zum Beispiel mal sowas wie Corona kommt oder ähnliche Sachen, die den Markt irgendwie instabil machen. Und da ist die Stärke bei uns, dass wir können das konstruieren, wir können das uns ausdenken, was will der Markt, dann können wir das fertigen, dann können wir das verkaufen und das alles aus einem Haus macht das unglaublich rund, das Paket, wo ich eigentlich mir deswegen keine Sorgen mache, dass diese Investitionen, ich kann es euch sagen, so eine CNC mit ein paar Werkzeugen, wie ich mir das vorstelle, kosten 500.000 Euro, dass das irgendwie dann funktioniert. Plus der Mann, der natürlich auch einen Haufen an Geld bekommt, der das machen soll und die Softwarelizenzen und die, boah, ist ein riesen Rattenschwanz. Beginnt beim Stromkosten, endet bei der Kühlemulsion, die man im Monat braucht. Aber trotzdem glaube ich an das, wenn etwas hier in Deutschland, ich sag jetzt mal Made in Germany, mit viel, ist egal ob Made in Germany oder nicht, einfach mit viel Grips und viel Background-Wissen gefertigt und konstruiert wird, dass das abgenommen wird. Natürlich kann man nicht irgendwie eine Zylinderkopfdichtung aus Gold bauen, aber es muss natürlich alles irgendwie seinen Sinn und Zweck ergeben. Ob ich jetzt Trockensumpfschmiersysteme für einen BMW M3 E92 mache oder, ich glaube, der hat sogar schon eine, ne? Aber jetzt hatte ich gesehen, dass Philipp Case hat da für seinen RS4 auch ein Trockensumpfding-System. Dass man halt sowas so macht und in Serie, in Kleinserie eben zu einer super Qualität fertigt, dass das alles ein Kit ist, was passgenau funktioniert. Da gibt es bestimmt Leute, die sowas abnehmen würden. Und bei Subaru fallen mir unzählige Kleinteile an, die man fertigen könnte auf so einer CNC. Jetzt bin ich so extrem abgeschweift, aber ich bin im Kopf da den ganzen Tag und ganze Nacht nur am Rattern, wie ich das irgendwie auf einen Nenner und auch in einen, weil ich das auch will. Ne? Also wenn ich das ganz extrem will, dass ich, ob ich mir jetzt hatte ich zum Beispiel so eine Behinderung, die habe ich auch öfter, ich wollte unbedingt einen Plattenspieler haben und coole Platten hören. Und dann hat mich das nicht losgelassen. Ich musste dann mich drum kümmern und ich will auch nicht irgendeinen Schrott kaufen, sondern dann habe ich mich da eingelesen, dann habe ich mich in den nächsten Music Store gefahren, habe mir da den coolsten Plattenspieler gefunden, den ich für gut befinde, mit der Nadel, mit den Kabeln und den Boxen und dann habe ich das jetzt in meinem Wohnzimmer stehen, jetzt habe ich wieder Ruhe. Und genauso ist das auch mit größeren Projekten, wie zum Beispiel jetzt dieser kleinen CNC. Ne? Gut. Ich würde sagen, genug spazieren gegangen, bisschen weiter arbeiten. Schwertransport.
So, wieder zurück im Geschehen. Alex ist hier schön Zylinderköpfe am Montieren. Und wir haben ein Paketchen vom lieben Jürgen Runge von Picoatec bekommen. Jürgen macht für mich die Kolbenbeschichtung, die hier auf so einen schönen Kolben kommt. Und zwar nutzen wir das ganz oft, wenn wir zum Beispiel der Motor hier, den, da haben wir einen Closed-Deck-Umbau gemacht, der ist auch nicht für uns, den bauen wir nicht zusammen, das ist für ein anderes Motorsportteam oder so. Und beim Einsetzen der Brille ist es normal, dass sich der Zylinder hier so ein bisschen verzieht und so. Aus dem Grund sage ich, bohren wir einmal fein durch oder holen wir mindestens nach. Und ja, wir mussten hier circa 600stel rausholen, damit wir da wieder auf Maß kommen. Und somit waren die schon bereits gekauften Kolben nicht mehr gut. Das wär, wenn ich das zusammengebaut, da hätte man da 2/10 Laufspiel gehabt. Aus dem Grund kommt der liebe Jürgen in Einsatz und er macht wirklich einen klasse Job. Wenn wir das jetzt hier mal messen, Moment, stellen wir mal die Kamera hin. Und ihr seht schon hier, sagen wir mal, bis auf 5000stel tut Jürgen das perfekt beschichten. Habe ich eben gerade mal alle durchgemessen, passt astrein, guter Job. Kann ich nur empfehlen, auch für eben Reibungsreduzierung zwischen Kolben und Zylinderwand. Ich glaube, das ist eine MOS-2-Beschichtung. Und das wäre super, auch wenn du das siehst, Jürgen. Komm doch mal hier vorbei, trink mal einen Kaffee und dann quatschen wir mal ein bisschen über Kolben und Kolbenbeschichtung. Es wird bestimmt eine Menge Leute interessieren. Alles klar, ich muss jetzt hier daily-mäßig, hab ein neues, nicht neues, sondern hier ein bisschen neues Materialfett für meine Laufbahn für die Maschine bekommen. Dies machen wir hier auf. So. Und hier diese Kartusche, damit werden die Schienen geschmiert. Und Tusche leer ist, muss man die eben rausmachen, sieht aus wie so ein Filter und mit neuem Fett füllen, damit schön bleibt da, sieht richtig geil aus. Das ist ein spezieller Filter oder wie? Nee, das ist kein Filter, das ist so eine Kartusche, um hier dieses Fett zu halten. Für, das ist für die XY-Achsen, die Laufschienen, die Gleitschienen. Das knallen wir jetzt hier voll. Genau, jetzt gucken wir die. Ja, hast recht, Gina ist besser, aber die Farbe sieht trotzdem geil aus. Jetzt haben wir die Pinne und die Farbe gleichzeitig. Das ist optimal. Gut. Tausend Küsschen für dich, Pina. Komm jetzt, Vanessa. Dann sind wir schon fertig. Das hier ist für die Spindel. Okay. Schmierstoff für die Spindel. Das wird dann nur ganz minimal. Guck mal, jetzt in dem ganzen halben Jahr Laufzeit ist das von da nach da. Der Kerl von Haas sagte, damit wirst du wahrscheinlich noch 10 Jahre hinkommen. Was etwas, was sehr interessant für mich ist, ist ja, guck dir mal dir diese Schaltplan an. Der ist doch nicht kompliziert, das ist doch ein Schaltplan für Behinderte. Guck ja, mal, da ist sogar mit Zeichnungen, was das, wo das hinkommt. Das sieht so juba voll. Ist doch nicht voll, guck mal, hier sind 3 Kabel und 2 Schläuche drin. Ja, weil du Ahnung davon hast. Ich habe da keine Ahnung von. Gut, nächste Mission. Hast du den Block aufgeschrieben? Ich habe gespannt, die Bolzen nachfragen, welche Bolzen der bekommt. Super Performance. Ne, der bekommt ARP 2000. ARP 2000, okay. Ja. Der sieht gut aus. Ne? Wenn du willst, kannst du ja nochmal da reinschauen. Ich denke mal, hier sieht ja nicht so gut aus, oder? Ist in Ordnung. Doch, ist in Ordnung, passt. Jawohl. Mit Gefühl die ARPs reindrehen. Und ja. Du weißt, Öl dran machen, das Grüne. Okay. Schön, 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 schön. Gut. Jetzt geht es weiter mit einer Probefahrt. Aber erst muss ich das Akku neu machen. Hi. Ich bin die Meister höchstpersönlich. Grüß dich, hi. Ich komme gerade vom Alex mit dem. Ah, er hat mich angerufen wegen Getriebe, ne? Das ist der YouTube-Star. Das ist der YouTube-Star. Pino! Boah, er hat ein kleines Auto mitgebracht. Ja. Hast du da das Getriebe drin? Ja. Okay.
Ich sorge dafür, dass ein Hubwagen kommt und dann heben wir das mal raus und dann machen wir das so. Der Kerl wird gleich alles von dir aufnehmen, Telefonnummer und so weiter. Ich muss leider weiter. Dann nehmen wir das erstmal auseinander, gucken, was Sache ist, dann rufe ich dich an, ja? Ja. Okay? Kommt jetzt einer. Alles gut. Ich will jetzt nämlich auf Probefahrt. Ich meine, hast mich gerade auf dem Weg erwischt. Ja? Okay. Alles klar. Bis später. Ja, ciao. Also wer in diesem Vlog nicht genug Dackel-Intos hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Der sollte sich besser einkaufen. Da ist ein Kerl gekommen, der hat einen Sechsganggetriebe im Kofferraum. Fahr da hin mit Hubwagen, der ist auf einer Palette, heb den raus, nimmst von dem alle Daten auf. Ich habe schon, wer weiß, also Telefon und so weiter. Ne? So, das übliche Problem mit dem Schlüssel. Scheiße, ich weiß, den habe ich irgendwo anders hingelegt. Ah nee, das ist er doch. Gut, gut, gut. Ja. So, wir gehen auf Probefahrt mit schönem Subi. An diesem Subaru haben wir die Zylinderkopfproblematik ein bisschen verstärkt. Sprich, haben hier ARP 2000 Stehbolzen verbaut, haben die Originalzylinderkopfdichtung zu einer von RCM, diese Stopperkopfdichtung, verändert, verstärkt. Haben hier noch so einen klassischen Service wie Zahnriemen und so weiter gemacht, das passt ja, das kann man ja alles in einem machen. Haben noch einen Mishimoto Wasserkühler verbaut. Was haben wir noch gemacht? Ja, das war's auch schon, ist auch genug, ne? Also sprich Motor raus, Köpfe runter, Köpfe geplant, Block war gut, Zylinderlaufbahn sind auch gut. Da hat natürlich auch hier ein gescheite Thermospacer von uns bekommen und noch eine neue Kupplungsscheibe haben wir drauf gemacht. Das Auto hat 60.000 Kilometer, glaube ich, gelaufen und ist wirklich, Mädels, haltet euch fest, ist wirklich vom Zustand her so eine richtige Granate. Also das, der Lack sieht aus, ich glaube, er ist zwar schon mal ein bisschen lackiert worden, aber gut lackiert worden. Wirklich ein schönes Auto, auch nicht zu übertrieben. Jetzt ist das schon so, wo ich sage, passt noch, ist noch okay, ist jetzt nicht zu viel. Dieser WRC-Heckspoiler, der ist total grenzwertig. Schön dezente Auspuffanlage, nicht zu laut. Die Felgen, die Speedline sind natürlich auch legendär mit Semis drauf. Und ich glaube, das Auto fährt ein Mann, der ist 50 plus. So um den Dreh würde ich sagen. Und der fährt mit dem ein bisschen ganz gemütlich, mal ein bisschen Landstraße, lässt er ein bisschen fliegen. Wir gehen jetzt auf Probefahrt. Erste Probefahrt nach dem Motorausbau, Kopfdichtung, Erneuerung und so. Immer gucken, alle Schlauchschellen und so weiter, dass alles wieder passt, denn bei Subaru sind viel so Federschlauchschellen verbaut. Und wenn die eben mal 10 Jahre alt sind, dann haben die nicht mehr so viel Vorspannung. Deswegen am liebsten tue ich immer direkt Schraubschellen verbauen. Aber ja, wenn man immer direkt an jedem Motorumbau alle Schellen umändert, dann ist man den ganzen Tag Schellen am Wechseln. So, gehen wir mal erst auf Probefahrt, ja? Ja. Tolles Teil. So, Anzeige, Öldruck, Temperatur ist alles am Start. Öldruck ist da. Was hat der hier im Stand? 6, 7 Bar um den Dreh. 9 Ölwechsel und so weiter haben wir natürlich auch gemacht, dass das Ding frisch ist. Zündkerzen und so haben wir selbstverständlich auch gewechselt. Also wenn man den Motor einmal ausbaut, ist das zu machen. Viele Leute fragen sich bestimmt, wie viel Euro kostet sowas. Ich schätze mal, ich habe es jetzt nicht genau mit dem Wasserkühler und so. Klimaanlage. Überfordert. Ich denke mal, dass diese Rechnung irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro komplett kosten wird. Aber stelle ich gleich zusammen. Schauen wir uns das weiter an. Bei der Probefahrt fahre ich immer gerne zum kleinen Alex von Tractoys, weil das ist so eine gute Strecke, um ein bisschen Probefahrt zu machen. Und wenn was ist, kann ich da immer mal auf die Bühne. Ne? Dann können wir ihn auch in einem mal ein bisschen stalken. Der ist ja auch immer irgendwas Lustiges in seiner Halle am Rumschrauben.
Er wird übrigens jetzt bald Papa. Deswegen geht ihm nicht zu sehr auf den Sack. Der braucht die Nerven noch. Semis sind immer ein bisschen laut beim Abrollen, aber das geht. Bin gespannt, wie bei euch der wirkliche Real-Alltags-Vlog ankommen wird. Denn es ist normal, dass man im Alltag nicht den ultimative Action nonstop hat, ne? Aber ich denke, es ist doch immer bei mir relativ spannend für manche. So, jetzt geben wir kurz mal Gas, gucken wir mal, ob das Ding Ladedruck hält. Ja, also, dass es nicht ablässt, Englisch Helle nicht richtig drauf ist, ne? Jetzt gleich haben wir Betriebstemperatur, wenn ich jetzt hier drauf klatsche. Scheint zu funktionieren. 2,5 ist echt schön. Also 2,5 gegen 2 Liter Drehmoment mäßig, wenn die auch relativ stock sind, funktioniert echt toll. Hört ihr diesen Sound, wie geil der sich anhört? Ich mache extra mal die Lüftung aus. Ist schon geil. Irgendwas stimmt mit der Anzeige nicht. Der hat hier so eine Sandler-Anzeige verbaut. Die ist sehr, sehr träge. Die funktioniert mit so einem wirklichen Kunststoffschlauch, so ein ganz dünnes PVC-Rohrchen oder so, die dann das tatsächliche Ladedrucksignal, glaube ich, da abgeht. Weil es ist auch so, im Leerlauf läuft ja ein Motor mit Unterdruck. Der wird mit Unterdruck betrieben. Und ich zeige euch das jetzt. Und wenn ich jetzt Gas gebe, fällt der Unterdruck eigentlich schlagartig zusammen. Aber ihr seht, dass der ist überhaupt nicht schlagartig. Also das ist total träge, die Anzeige. Da vorne dampft es und qualmt es auch ein bisschen. Seht ihr das? Ein bisschen Qualm steigt da auf. Hoffen wir nichts Schlimmes. Ja, oftmals qualmt das so ein bisschen. So, gucken wir uns mal an, was hier so abgeht. Alex hat immer die Bude rappelvoll, er ist noch motiviert. Schaut euch an, wie motiviert er ist. Da hängt er wieder mit irgendeinem ollen Ding rum und ist irgendwas am Basteln. Er macht immer ganz, ganz tolle Sachen. Schön. Die 30 Liter Öl, das Ding. Nein. Das sieht spaßig aus, was du da machst. Mach richtig Spaß. Guck dir mal an, was der hier machen jetzt. Ich mache hier so Armbänder, flechtig. Kabelfickerei. Damit du so baust, das läuft nicht so, deswegen flechtig jetzt nur noch Armbänder. Anderes Steuergerät? Ja. Macht das Spaß? Geht so. Was kostet sowas? Viel Geld. Sag mal. Ist sehr aufwendig. Also je nachdem, das Steuergerät geht. Die Platine kommt hier direkt ins Originalgehäuse. Sag mal, 3, 4, 5. Steuergerät kostet ungefähr 1,5 und dann je nachdem, was man noch dran verkabeln will und so weiter. Ne? Okay. An Zusatzsensorik. Wie viele Stunden brauchst du dafür? Also ich bin jetzt an Verkabelung bestimmt schon 8 Stunden dran. Boah. Ist eher 22? Nee. Nee, 24, 10 Block. Kühlwasser. Nein. Nein. Ist noch Reste. Er sagt doch Kühlwasser. Ach scheiße, riecht wirklich nach Kühlwasser. Du. Was ist das für ein Koffer? Kopfdichtung immer. Kopfdichtung. Du kannst direkt einladen, ich habe Blöcke für dich. Was hast du? Blöcke für dich. Wo? Für ein Motorrad. Kann ich in dieses neue Auto, diesen Block hin? Ja, dann bin ich hier nachher. Guck mal, wie viele Autos Alex hier hat. Guck mal, wie bei ihm läuft. Ist UNX. Oh, darf ich nicht sagen. 1, 2, 3. Der Golf gehört nicht zu dir, ne? Der macht so nichts. 4, 5, 6, 7, 8. Alex lernt noch nicht. Einer kommt gleich noch. Alex hat noch nicht gelernt, dass einer man kommt so. Kommt gleich noch. Vorwärts. Das liegt daran, weil ich immer alle Projekte schön zu dir rüberschiebe, ne? Ja, super. Warum qualmt denn das jetzt hier? Ist kaputt. Nein. Alles kaputt. Ich muss gleich mal mit Lampe in Ruhe gucken.
keine Reste noch sein. Ich hoffe zumindest. Nee, noch Essluft mach ich dann fertig. Hier ist doch auch irgendwas. Guck mal, diese Scheiße. Das ist, was ich eben gesagt habe mit den scheiß Federschellen. Ja. Siehst du das? Die sind eigentlich gut, aber nicht für diese Kronenstorche. Verdammter Müll. Der sitzt auch relativ weit weg. Aber hier ist die Wulst eigentlich. So ein Scheiß. Seht ihr, ich habe eben noch gesagt, eigentlich muss man immer direkt alle Schläuche von Feder zu Schraubschelle umändern, damit das gut funktioniert. Und hier haben wir direkt den perfekten Beweis. Gut. Jawohl, machen wir mal. So, ordentliche Schelle montiert. Weiter geht's. Hier, das ist eben die Leitung, die ich meinte, die dann hier in diesen Sensor geht und die dann hier ein Drucksignal in ein Stromsignal zu der Anzeige eben macht. Und irgendwie ist das nicht so ganz cool. Okay. Hier kann man auch schön sehen, wenn ich den jetzt starte. Der Unterdruck bricht irgendwie total lahm nur zusammen. Ganz komisch. Wohin läufst du? Ich habe gerade wirklich kein Gehen, hast du gerade gesagt. Ruhe. Du willst hier bleiben, du willst hier übernachten. Eigentlich wollte ich echt... Du willst den ganzen Tag hier arbeiten und nie nach Hause gehen. Ist das richtig? Ja. Gut. Alles klar. Meine Vermutung ist, dass hier hinten was undicht war, ist aber nicht der Fall. Das waren anscheinend wirklich nur Reste. Denn hier ist alles richtig sauber und trocken. Nix läuft hier runter. Tippitoppi. Das Einzige, was ich als Problem entdeckt hatte, das hattet ihr gesehen, vorne der Schlauch. Aber, wir gucken nochmal in Ruhe. Auf jeden Fall habe ich entdeckt, dass der ja einen anderen Kühler bekommen hatte. Und dadurch, da der breiter ist, wird das hier sehr eng mit dem Schlauch und dem Servopumpenrad. Aus dem Grund müssen wir das leider nochmal abmachen. Habe ich umsonst die Schelle da drauf gequält und hier kürzen und damit der hier ein bisschen weiter rüberkommt. Ne, Nico? Jawohl. Hier oben drauf ist alles dicht, das sieht gut aus. Top. Und hier hinten sieht's auch gut aus. Perfekto. Dann würde ich vorschlagen, machen wir morgen daran weiter. Ja? Alles klar, 8 Uhr, meine erste Aufgabe. Diese da ausmachen. Schön. Okay. Ah, du bist ja jetzt die Blockhälften hier am Plan für, damit wir das Hauptlager machen, Lagergassenmaß schön hinbekommen. Nico, kannst du mir hier das machen? Kannst du mir das hier sehr, 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 sehr gut einpacken? Ja. Hier jeden Kolben einzeln, den dreifach in Babypöde und das Ding auch mega gut einpacken. Okay. Und dann muss das verschickt werden. Okay. Anne weiß dann Bescheid. Ich darf aber erstmal. Ja, das wird erst morgen rausgehen. Schön. Gut. Gut, Dobje, weitermachen. Alles klar. Mädels, was guckst du da für ein Video? Deine Video? Das ist gut, das ist gut. Das war, ich würde sagen, ein Vlog, der es heute wirklich in sich hatte, zweiteilig. Wer Part 1 noch nicht gesehen hat, klickt da jetzt oben drauf. Und noch irgendwas? Wir haben alles, ne? Wir haben echt auch genug Dackel heute, Intus. Super Dackel-Szenen dabei. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht da irgendwie Abo drücken und diese Glocke an. Die Abo-Zahlen, das ist 80% der Zuschauer sind nicht Abonnenten. Das heißt, wir haben 30% Abonnenten. Man kann sich das anzeigen lassen. 20%. 79 waren es genau. 79% sind nicht Abonnenten. Das müssen wir hinkriegen, definitiv. Haut rein. Ciao.